Kennt ihr das? Ihr verbringt Stunden auf Pinterest, sich diese wunderschönen Bilder von Do-It-Yourself-Projekten anzugucken und denkt euch, ach Mensch, so schwer kann das doch gar nicht sein. Und ich habe gedacht, ich teste mal live, inwiefern Pinterest wirklich die Wahrheit sagt und mache DIY Marbled Eggs mit Nagellack. Was das für eine schwere Reise war und welche Fails ich da hingelegt habe, seht ihr in diesem Video. Mit dem wichtigsten, nämlich Eiern, außerdem noch Zahnstocher und Handschuhe, zusätzlich kleine Plastikgefäße und natürlich jede Menge Nagellacke. Ich habe mir verschiedene Farbgruppen hier zusammengestellt, über bunt, grün-blau, schwarz-weiß, gold und lila. Und als erstes habe ich mal die Eier hart gekocht, dazu die frischen Eier mit dem Piepei zusammen in den Topf tun und das Ganze auf Stufe 6 zum Kochen bringen und so lange kochen lassen, bis Piepei sagt, dass es fertig ist. Während die Eier dann abkühlen, habe ich schon mal Wasser in eines der Gefäße gefüllt, damit ich gleich die Marble-Technik machen kann, die ihr wahrscheinlich schon von unzähligen Nail-Design-Videos kennt. Und damit ich nicht so ganz sauereihe Hände habe, habe ich mir halt auch noch Gummihandschuhe angezogen. Geschwind die Nagellackflaschen geöffnet, damit wir sie dann in das ganze Wasserbad sozusagen geben können. Und das ist halt meine erste Farbauswahl, die ich probiert habe. Und jetzt bin ich halt doch sehr mutig dran gegangen und habe wirklich Massen von Nagellack da reingetropft. Man kann schon fast nicht mehr von Tropfen sprechen, sondern von Schütten. Ich habe es halt wirklich sehr gut gemeint. Und da kommen wir auch schon direkt zum ersten Fail. Seht ihr das, wie der Glitzerlack da quasi fast durchsichtige Löcher in die Oberfläche reißt? Den Glitzerlack solltet ihr auf keinen Fall nehmen, sondern eher so, wie ich es dann später gemacht habe. Und ja, jetzt habe ich das erste Ei gemacht und was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe es halt in dem Behälter hin und her gedreht. Das würde ich beim Marbling auch nie machen, aber ich hatte halt durch den Glitzerlack dann eben auch noch Stellen, die nicht mit Farblack beträufelt waren und deswegen habe ich dann nochmal mit demselben Ei gemacht. Ich habe hier jetzt schon mehr so den Nagellack aufgetragen, wie ihr das von der Marbeltechnik her kennt und habe jetzt vorsichtig das Ei ein zweites Mal da reingedrückt und jetzt auch erst nur zur Hälfte und das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert, wobei ich doch noch ein paar dicke Stellen hatte von den Nagellackblöpsen. Deswegen habe ich beim zweiten Ei versucht, wirklich wesentlich weniger Nagellack zu nehmen, mir auch ein bisschen mehr Zeit zu lassen mit dem Reinträufeln, so wie ihr das hier auch seht. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Das seht ihr jetzt. Dann habe ich das Ei zur Hälfte eingetaucht, in der Hand dann umgedreht und nochmal mit der anderen Hälfte ebenfalls eingetaucht, sodass ich eigentlich eine ganz schöne Oberfläche hatte. Ja, bis dann plötzlich das passierte. Ich hatte noch Fraß und mein Plastikding hat sich über meine ganze Arbeitsfläche ergossen. Da seht ihr noch die Unordnung. Und zwar haben diese Nagellackblöpse, die ja doch sehr scharf dann anscheinend sind, sich durch das Plastik gefressen. Und ich hatte vier Löcher, die wie ein Springbrunnen sich ergossen haben. Und damit wir das bei der zweiten Farbe nicht nochmal passiert, habe ich einfach Schale in Schale gestellt. Ja, und hier habe ich jetzt mit meinen grünen Fläschchen, ihr seht das schon, ich war wieder sehr großzügig mit dem ganzen Nagellack. Habe ihn da ordentlich gut verteilt. Das hat zu einer super Deckkraft geführt, wie ihr jetzt hier seht. Aber eben auch zu richtigen Nagellackbläschen, die ich da drum hatte. Das war einfach definitiv ein bisschen zu viel. Ihr seht mal, guck mal, ich habe schon das ganze Ei reingetaucht und jetzt habe ich noch quasi für ein fast komplettes zweites Ei Lack drüber. Also das war immer noch viel zu viel Nagellack. Ich habe es dann mal probiert, indem ich das Ei komplett angestrichen habe mit Nagellack, sodass ich wirklich nur noch eine verzierende Schicht oben brauche. Und da habe ich jetzt eben mit dieser silber-schwarz-lila-farbenen Lackmischungstechnik versucht, nicht zu viel Lack zu nehmen und dann das schwarze Ei da rein zu dipsen. Und das hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert, weil dadurch, dass das Ei schon mit Farbe bedeckt ist, braucht ihr nicht mehr ganz so deckend arbeiten. Und da seht ihr, wie toll das auf jeden Fall schon mal geworden ist.
Das gleiche habe ich dann nochmal mit einem pink angemalten Ei und eher pastelligen Marble-Muster ausprobiert. Und auch das, finde ich, hat ganz gut geklappt. Zum Schluss habe ich dann noch mal eins in Kupfer grundiert sozusagen. Ich habe sowieso festgestellt, dass je metallischer das Ganze wird, das umso besser wird, weil das eben so Farben sind, die Lebensmittelfarbe sonst nicht so bereithält. Und hier hat das so langsam dann auch gut geklappt. Also so nach dem 7. Ei hatte ich die Technik dann auf jeden Fall mal ein bisschen besser raus. Ja, dann habe ich zum Schluss nochmal da, wo ich so Akzente setzen wollte, mit dem Glitzerlack ein bisschen drüber gestrichen, weil der sich ja nicht so gut marbeln ließ. Ja, und dann kommen wir jetzt hier zu einigen der Ergebnisse. Ich finde, sie sind wirklich toll geworden. Das hier ist mein absoluter Favorit. Da hat es wirklich ganz, ganz toll geklappt. Es gibt aber noch einen schlussendlichen Fail. Ihr könnt diese Eier nicht mehr essen, denn die schmecken einfach nur nach Nagellack. Naja, ich würde sagen, das hat so mittelgut geklappt mit meinem ersten Pinterest-Live-Test. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Pinterest-Pins, die ihr gerne mal von mir ausprobiert haben möchtet. Insofern sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr solltet unbedingt meinen Channel abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, könnt ihr euch entweder mein Einrichtungsprojekt angucken, bei dem ich meine Bücher farbig sortiert habe, oder ein Frühlingsnageldesign, was ich euch auch schon mal gezaubert habe. In diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco.